Gefühle. Ich glaube, ihm gehört es Ruhe, oder? Also ja, ich komme aus Afghanistan und ich bin in Afghanistan, meine Heimat, in die Schule gegangen. Ich bin seit 10 Monaten in Deutschland. Also ja, ich bin Mustafa und ich wohne in Berlin und Andy ist mein Freund von mir. Und vor dem Radtour hat mir erzählt über die Radtour. Und dann, ja, ich habe gesagt, ja, ich möchte auch mitfahren. Ich bin 26 alt, Jahre alt. Genau. Ah. Genau, heute fahren wir 50 Kilometer treffen wir einen Mann und er arbeitet im EOS. Oh yeah, heute ist 6. August, heute ist mein Geburtstag. Ich gratuliere dir und wünsche dir alles Glück dieser Welt. Und dass nie dein Glücksstern fällt, wünsche ich dir und mir. Ich gratuliere dir, du weißt, wir alle haben dich gern. Jetzt möchte ich euch darum bitten, dass ihr an eine Person von hier denkt. Und dabei geheimerweise, jeder hat jemand von hier, und das ist eine Sonne. Und wir wollen jetzt das ganze Universum-Chaos ein bisschen in Ordnung bringen. Du siehst doch, dass es hier total schnell. Ich glaube, es hilft, wenn wir uns alle auf das Gewicht von der Stange konzentrieren. Okay, wie ging es euch dabei? Manchmal glaubt man irgendwie, die anderen sollen sind schuld und sollten endlich sich mal zusammenreißen. Aber eigentlich ist es das System. Ja. Und es hat keine Schuld, weil jeder will ja das Ziel erreichen. Ich hatte das Gefühl, ab dem Moment, wo dann wirklich die meisten geglaubt haben, diesmal kriegen wir es hin, haben wir es auch hingekriegt. Das war wie so eine Mehrheitsglaube daran, dass es jetzt diesmal klappt. Für mich war es jetzt gar nicht so wichtig, irgendwie das sofort irgendwie hinzukriegen oder so, sondern ich bin einfach sozusagen mit dem gegangen, was irgendwie so neben mir passiert ist. Ich wünsche euch vom Herzen eine gute zweite Woche, euch allen. Ich kann euch diese Übung ans Herz legen oder die andere mit dem Dreieck und euch immer neu zu erleben dabei. So ein bisschen Gegenkonsum, Erlebniskonsum ist heute, haben wir alle. Wir können kaum auf dem MP3-Player ein Lied vollständig hören, sondern es geht immer das nächste. Und von allem wollen wir einfach viel. Weil wir viel aufnehmen können, so in der Breite, in der Oberfläche. Aber da reinzugehen, eine Sache ganz oft zu machen, bis man was daraus hat, das möchte die echte Erlebnispädagogik, dass die Erlebnisse Gewicht haben. Und wir versuchen, das zu verfolgen und das einen schönen Weg hat. Wir alle haben jetzt eine Möglichkeit, durch ein Bild was zu lernen, zu üben, und uns dann zu erfreuen an den Ergebnissen oder an der Arbeit, an unserer Gemeinschaft. Weil wir Ziele haben, die größer als nur die Gemeinschaft sind. Und dann zitiere ich kurz Rudolf Steiner, Gemeinschaft und der Gemeinschaft willen geht zugrunde. Die Zeiten sind vorbei. Also eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn wir Ziele haben. Und da ist eure Radtour für mich der Hammer.